Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was mir wirklich seit einiger Zeit auf der Seele brennt. Und zwar geht es um die Community-Richtlinien. Wie ihr wisst, wurden diese vor einigen Monaten geändert. Und momentan merkt man auch ganz deutlich, wie sich diese Änderung auf die YouTube-Gemeinschaft auswirkt. Viele namhafte Kanäle haben bereits Strikes bekommen und auch einige wurden bereits gesperrt. Unter anderem sind das direkt die zwei Strikes gegen Unsympathisch TV, die Strikes gegen Mois, die Sperrung von Friendlich, die Löschung des Kanals von Excel und zuletzt auch das Strike von Just Nero. Die erste Frage, die man sich natürlich dann korrekterweise stellen kann, ist, warum diese Kanäle überhaupt gestrikt werden. Ja, natürlich könnte man jetzt sagen, dass diese Kanäle gegen die Community-Richtlinien verstoßen haben. Und ich finde, dass sich YouTube die ganze Sache auch ein bisschen zu einfach macht. Wenn man die Entwicklung näher betrachtet, wird man feststellen, dass YouTube eigentlich Videos strikt, die noch vor der Änderung der Richtlinien bereits online waren. Das geht sogar so weit, dass einige Videos bereits gestrikt werden, die schon seit mehreren Jahren online auf dieser Plattform sind. Dabei habe ich festgestellt, dass zumindest die YouTuber, die ich verfolge, keine klare Antwort bekommen, warum diese Videos überhaupt gelöscht werden und was in diesen Videos negativ war, sodass man überhaupt einen Ansatz hat, um diese Punkte zu verbessern. Meiner Ansicht nach schießt sich YouTube allerdings an dieser Stelle ins eigene Bein. Wie ich vorhin bereits gesagt habe, gibt es zwischen YouTube und den Creatern keine transparente Kommunikation, damit die Creator überhaupt die Chance bekommen, ihr Content dementsprechend anzupassen, damit sie wieder konform gehen mit den Richtlinien. Und wenn YouTube Strikes verteilt für Videos, die seit Jahren online sind, sollte man doch eigentlich denken, dass YouTube den Creatern wenigstens die Chance gibt, ihren Kanal aufzuräumen. Denn in meinen Augen hat keiner der Protagonisten überhaupt Lust, seinen Kanal zu riskieren wegen eines Videos. Ich glaube, jeder wäre meiner Ansicht, dann zu sagen, ich lösche das Video und riskiere eben keinen Strike. Ich passe mich den Richtlinien YouTubes an. Schließlich hängen an diesen Kanälen Einkommensquellen und damit auch einige Existenzen, die damit natürlich aufs Spiel gesetzt werden. Und an dieser Stelle stelle ich mir die Frage, warum YouTube das Vertrauen seiner Creator so dermaßen schädigt, in Anbetracht der Tatsache, dass eigentlich YouTube selber von diesen Creatern abhängig ist. Denn sie generieren hier auf dieser Plattform Traffic, wodurch überhaupt Werbepartner eine Möglichkeit bekommen, ihren Zielgruppen entsprechend Werbung anzubieten. So weiß man mittlerweile auch als Zuschauer, dass größere Kanäle jeweils Ansprechpartner bei YouTube haben. Allerdings ist es auch teilweise wohl angeblich so, dass wenn diese größeren YouTuber diese Ansprechpartner kontaktieren, teilweise vorgefertigte E-Mails erhalten, wie zum Beispiel, wenn ich einem Support schreibe und dort eine E-Mail zurückkommt, in der es heißt, sehr geehrter Kunde, wir haben Ihre Anfrage erhalten und werden sie so schnell wie möglich bearbeiten. Genau das gleiche betrifft eigentlich die Monetarisierung von einzelnen Videos. Es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass einige Videos komplett unverständlich demonetarisiert werden, um dann in einem späteren Zeitpunkt wieder für die Monetarisierung freigeschaltet zu werden. Und es gibt keinen nennenswerten Grund, warum genau das jetzt so passiert ist. Ich glaube, YouTube muss sich doch selber im Klaren sein, dass einige dieser Creator, die dann demonetarisiert werden, sehr viel Mühe und Zeit in diese Videos reinstecken und dementsprechend sich auch auf die Einnahmen verlassen. Also ich persönlich würde mich nicht freuen, wenn mein Arbeitgeber mich für die ersten zwei Wochen des Monats nicht bezahlt und danach sich denkt, oh jo, doch, deine Arbeit war es doch wert, du bekommst doch Geld. Ich habe ja bereits die Leistung erbracht, also würde ich auch gerne das Geld sehen. Und genau das gleiche ist doch bei den YouTubern so. Und es muss YouTube doch auch klar sein, dass wenn einige Creator verloren gehen auf dieser Plattform, dass auch eine große Zahl der Zuschauer potenziell verloren geht. Und damit auch Einnahmequellen, weil die Werbepartner nicht die Zielgruppen bekommen. Wir alle lieben die Vielfalt, die diese Plattform bietet, seien es Tech-Videos, seien es Entertainment-Videos, Tutorials und was auch immer nicht. Ja? Selbst wenn ich Essen zubereiten will und Rezepte suche, gucke ich auf YouTube nach, statt irgendwo anders. Und für mich ist es das Geilste, dass hinter diesen Creatern eigentlich einfache Menschen stecken, die Content produzieren, die es schaffen, mich und euch als Zuschauer langfristig überhaupt hier zu binden. Und um das zu gewährleisten, ist der wichtigste Aspekt eigentlich die klare Kommunikation zwischen YouTube und den Content-Creatern. Denn nur so kann sich überhaupt etwas verbessern. Nur sprechenden Menschen kann man helfen. Und das gilt auch in dieser Situation. Und da ist der einzige Appell, den ich an YouTube nur habe, bitte zerstört euch nicht. Falls ihr mit Teilen des Videos oder auch komplett mit dem Video konform geht, dann lasst doch einfach ein Like da. Und falls ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert diesen Channel einfach kostenlos. Und wir sehen uns in einer Woche spätestens wieder. Ciao.